Ich bin Willi Wild, Chefredakteur der Mitteldeutschen Kirchenzeitung Glaube und Heimat, einer der ältesten und auflagenstärksten Kirchenzeitungen in Deutschland. Unser Verbreitungsgebiet ist Thüringen und Sachsen-Anhalt. Die Kirchenzeitung für Mitteldeutschland ist eine Publikation, in der es zum einen um Informationen aus der Region geht. Darüber berichten wir und zum anderen versuchen wir natürlich auch so ein bisschen, ich sage es immer gerne, Sendung mit der Maus für Erwachsene zu machen, dass wir also kirchliche und christliche Inhalte versuchen, verständlich zu erklären. So zum Beispiel auch das, was jetzt gerade bei der Frühjahrssynode der EKM passiert. Das ist das Kirchenparlament. Menschen, die hier zusammensitzen, die sich Gedanken machen über die kirchliche Arbeit, über die Gemeindearbeit. Und am Ende gibt es immer eine Entscheidung. Und dann werden diese Entscheidungen, die hier umgesetzt werden im Parlament, dann in den einzelnen Gemeinden, in den Kirchenkreisen, in den Propsteien umgesetzt. Wir sind zwar schon relativ alt, werden bald 100 Jahre, aber trotzdem sind wir online. Das heißt also, man kann uns im Internet besuchen unter www.glaube-und-heimat.de oder aber auch unsere Facebook-Seite besuchen. Dort erfährt man immer aktuell, was wir gerade im Blatt haben und welche Themen uns und unsere Leser und Leserinnen bewegen.